Megan macht Geld. Bleibt dran, um herauszufinden, wie sehr sie die Kinokassen am Wochenende aufmischt. Das Jahr 2023 hat erst vor einer Woche begonnen, aber ein neuer Film scheint bereits die Aufmerksamkeit der amerikanischen Kinobesucher auf sich gezogen zu haben. Der betreffende Film, Megan, sorgt für Gesprächsstoff, seit Universal Pictures im Oktober 2022 den ersten Trailer veröffentlicht hat. Der erste Trailer zum Film ging viral und es war nie schwer zu verstehen, warum. Der Trailer verrät nicht nur die Prämisse des Films, die sich um die Erschaffung einer Roboterpuppe namens Megan dreht, sondern zeigt auch eine wirklich absurde, zum Totlachen komische Szene, in der Megan mitten in einem dunklen Büroflur zu tanzen beginnt. Seit dieser Trailer veröffentlicht wurde, hat sich Megan zum ersten bemerkenswerten Horrorfilm des Jahres 2023 entwickelt. Die Vorfreude auf den Film wuchs noch weiter, als bekannt wurde, dass das Drehbuch von Akela Cooper stammt, die 2021 für das verrückte Drehbuch zum übernatürlichen Thriller Malignant von Regisseur James Wan bekannt wurde. Ihr neuester Film basiert auf einer Geschichte, die sie und Wan gemeinsam entwickelt haben. Eine Tatsache, die Malignant-Fans nur noch gespannter auf Megan machte. Jetzt, nur ein paar Tage nachdem Megan in den USA in die Kinos gekommen ist, scheint es sicher zu sein, dass sich der virale Hype um den Film bereits auszuzahlen beginnt. Laut Deadline hat Megan am vergangenen Freitag mit insgesamt 11,7 Millionen Dollar in 3.509 Kinos den ersten Platz an den heimischen Kinokassen eingenommen. Es wird erwartet, dass der Film an seinem Startwochenende etwa 27,5 Millionen Dollar einspielen wird. Avatar: The Way of Water setzt seine Erfolgssträhne fort und wird an seinem vierten Wochenende voraussichtlich über 38 Millionen Dollar einspielen. Es ist anzumerken, dass Megan am Freitag über 300.000 Dollar mehr einspielte als James Camerons Fortsetzung, was ein Zeichen für den Abwärtstrend von The Way of Water ist. Box Office Mojo berichtet, dass Wan's Megan bisher insgesamt 15 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt hat. Damit ist er der erste Januar-Horrorfilm, der an seinem Eröffnungswochenende mehr als 20 Millionen Dollar einspielt, seit Insidious: The Last Key, der bei seinem Debüt im Januar 2018 29,6 Millionen Dollar einspielte. Diese frühen Einspielergebnisse sollten für Universal Pictures, Akela Cooper, Wan, Regisseur Gerard Johnstone und den Rest des kreativen Teams hinter Megan eine willkommene Nachricht sein. Bei einer derart positiven Resonanz an den Kinokassen würde das bedeuten, dass der Film bereits in den ersten drei Tagen mehr als das Doppelte seines Produktionsbudgets von 12 Millionen Dollar eingespielt hat. Mit anderen Worten, der Film ist bereits auf dem Weg, finanziell so gut abzuschneiden, dass hinter den Kulissen über eine mögliche Fortsetzung diskutiert werden kann. Dazu wird es natürlich nicht kommen, es sei denn, Megan hält seine starke Leistung an den Kinokassen über das erste Wochenende hinaus aufrecht, was noch abzuwarten ist. Für die Kinos und Studios bedeutet der frühe Erfolg von Megan aber auch, dass das Kinoerlebnis nicht ausstirbt. Während sich die Filmindustrie weiterhin von den Herausforderungen der letzten Jahre erholt, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das erste Wochenende an den Kinokassen 2023 ein Erfolg war. Während die Dominanz von Avatar mit Sicherheit anhalten würde, blieb Megan eine unbekannte Größe, selbst angesichts des starken viralen Pulses, den der Horrorfilm dank TikTok und anderer Social-Media-Posts erhielt. James Wans neuester Film beweist, dass das Publikum mehr als bereit ist, für faszinierende und mutige Ideen in die Kinos zu gehen, zumindest wenn es um Horror geht. 2022 war ein erfolgreiches Jahr für Horrorprojekte an den heimischen Kinokassen. Nope, Smile, siehst du es auch, und The Black Phone spielten allesamt über 90 Millionen Dollar ein. Eine Leistung, die starbesetzte Filme wie Amsterdam und Babylon Rausch der Ekstase kaum erreichen konnten. Megan ist nur der neueste Beitrag, der von diesem profitablen Trend profitiert. Während sich das Jahr 2023 weiter entfaltet, hoffen viele in der Branche, dass das diesjährige Einspielergebnis weiter wachsen kann. Das Jahr 2022 hat knapp 26 Milliarden Dollar eingespielt, eine gewaltige Zahl, die allerdings 35% unter dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 liegt. Fürs Erste ist der Erfolg von Megan ein guter Start ins Jahr 2023 und alle Augen sind auf das gerichtet, was als Nächstes kommt. Das Ende von Megan öffnet die Tür für eine zukünftige Fortsetzung. In diesem Sinne wird die Zukunft des Franchises wahrscheinlich ganz von den Einspielergebnissen nach dem Wochenende abhängen, aber es scheint sicher zu sein, dass der langsame Marsch des Films in Richtung einer Fortsetzung bereits einen vielversprechenden Anfang genommen hat.